Und wenn man denkt, das war die erste Grabbelkiste, die letzte Mal, nicht die einzige, geht's hier weiter. Ich habe mein Handy draußen gelassen. Jetzt kann ich nur prüfen, ob ich diese Hardversion schon habe. Oh. Welches? Internet. Das hier? Ja. Also, ich bin hier. Als sie die Tür mit dem Fragezeichen oder irgendetwas öffnen, gelangt das Team plötzlich mitten hinein in die 40er Jahre. Doch hier hat die Weltgeschichte einen ganz anderen Verlauf genommen. Oh? Dekorieren. Machen wir aber nicht. So Freunde, wo finden wir denn jetzt Bänder für das Lesezeichen? Ich glaube hier nicht. Ihr könnt natürlich mal bei den Matratzen gucken. Die suchen immer noch nach Bändern und bleiben immer wieder an dieser schönen Deko hängen. Nee, das ist nicht. Noch ganz viel Weihnachtsdeko im dänischen Bettenlager in Wolfsburg. Und hinaus. Also ich sag's euch, diese Suche ist ganz schön schwierig nach diesen Bändern. Dafür wären die Lesezeichen dann aber super toll. Ja, wir hoffen es. Im Bettenlager sind wir nicht fündig geworden. Wir uns eigentlich auch denken können. Ja, wir gehen jetzt zu Hammer im Baumarkt. Ich habe mich übrigens gerade vor ihm hier ein bisschen erschrocken. Nee, wir sind gruselig. Nein, das ist ja viel zu dick.
So Leute, hier finden wir gar nichts. Raketen oder riesige Kordel. Kommt in die Sauna, Hasi. Wo ist Sauna? Ja. Hm, warte. Ich weiß, da. Wir sind jetzt auch von den Ketten wieder abgekommen und suchen jetzt einen Besteckkasten für Sandra. Da-da-da-da! Wie wirklich viele Stoffe. Also ein Ständer für unsere Lesezeichen. Abwasch kann warten, das Leben nicht. Ja. Das sag ich doch immer. Mhm. So Leute, wir haben nichts bekommen. Nein. Drei Läden und nichts bekommen. Nicht mal annähernd. In Ikea haben wir auch geguckt, drei Läden hört sich jetzt irgendwie wenig an. Was? Wir sind ganz schön gelaufen. Ja. Aber es war nichts zu kriegen. Also nicht das, was wir uns gerne vorstellen, ne? Gucken wir online. Ja. Und jetzt geht's nach Hause. Ja. Fand ich ja so toll. Die könnte ich nämlich für die Katzenfutterdosen nehmen. Was sind das? Hier, pass auf. Das sind so eine Verschließkappen-Dinger. Ach so. Oh, sieht das hier. Hier sind dann zwei Dinge. Oh, ja. So, warte. Kannst du mal halten? Wunderbar! Passt! Passt! Das ist die für die Gurke, ne? Ja, oder was auch immer. Ja, genau! Was sind das hier? Die Übung ist super? Sieht das die? Ja, die 14. Okay. Das Erschreckende ist, dass ich hier noch nicht geguckt habe, wie teuer das ist. Bin ich mal interessiert.
von Höhen und Tiefen. Warte. Überbett. Wie? Überbett. Ah, hier. Eine Übermatte. 7 Euro. Oh. Oh. Ja, das, die Chips kann man noch ziehen. Fange an. So. Hast du den Karton behalten? Nein. Für die Penis. Overmatt? Nee. Denkst du hier dran? Denken wir hier dran? Das sehe ich dich aber mal. Das stimmt. So, jetzt müssen wir hier Ordnung schaffen. Das soll meine Lampe werden. Da muss erstmal der Strom aus. Vorher kriegst du dann mit dem Schraubenzieher doch nicht ran. Was sagst du? Das ja, das macht nichts. Du musst doch die Spinnenweben antun. Willst du mal ein Foto machen, wie das alles angeflammt ist? Damit wir das ist rot. Okay. Schön. Müssen wir testen. Aber es ist doch doof, dass beides rot ist, oder? Ja. Aber jetzt haben wir zwei Kabel. Ja. Also bleibt uns auch nicht mehr Möglichkeiten. Was kann im schlimmsten Fall passieren? Dass es nicht angeht. Oder dass eine Glühbirne durchbrennt. Ja, das ist ja was. Das glaube ich nicht. Da ist ja kein Saft drauf. Warte, ich nehme dir die ab. Ist da so ein Haken drin zum Reindrehen? So ein Haken hast du nicht zufällig, ne? Bestimmt unten irgendwo. Ich suche gerade für die Lampe einen Haken. Was ich schon mal gefunden habe, ist ein Phasenprüfer. Das ist schon mal gut. Gut sortierte Werkstatt. Es gibt nichts über eine gut sortierte Werkstatt.
sieht scheiße aus. Mach erst den großen rein. Erst den großen und dann den kleinen. Na, hast du nicht den Hauptschalter auch rausgemacht? Den Hauptschalter hast du nicht auch rausgemacht? Mach erst den Hauptschalter rein. Und jetzt die anderen. Hasi! Es geht! Ich musste die ganze Zeit im Dunkeln arbeiten. Ich stelle die gerade im Hellen arbeiten. Jeder nach seinen Kompetenzen. Elektrik ist nicht so meins. Das war das erste Mal, dass ich einen Lampe abgeschlossen habe. Das Witzige ist, dass ich das vorher nur gemacht habe. Ich hatte die Lampe, die hier vorher dran war, selber angemacht. Ich habe bei Norman die Lampen angemacht. Ich weiß auch keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Ich weiß es nicht mehr. Das ist ja so, du hast eine Zweimöglichkeit, ne? Und dann hatte ich das richtig oder nicht? Ja, und ich hatte das auch das mit diesem Erdungskabel und so weiter, das wusste ich alles. Ich weiß das alles nicht mehr. Achso, okay. Aber das war vielleicht auch das Papa da immer gefahren. Ist aber echt eine Lampe zum Abgewöhnen. Du hältst die nächsten paar Jahre. Ja. Du musst ja gleich die ganzen Blüten daran machen. Ach, Schatz, ich wusste da jetzt irgendwas noch nicht ganz, so wie es war. Wie es gesehen hatte, warte. Ja, mach ein bisschen dann. Ja. Na, ja, ich lebe noch. Warum? Na, weil ich doch die Lampe angeschlossen habe, Herr Steffi. Ja, sie brennt. Wir sind jetzt, also wir haben schon getestet, bevor wir es jetzt zusammen brennen. Hat sie gut gemacht? Nein, alles gut. Es passt. Nein, ich habe 6 Flaschen Wodka gekauft und 5 Flaschen Wein, glaube ich. Du, das war auch überlegt von mir mit der Lampe. Wieso? Weil ich nicht dran gedacht habe, dass ich jeder Blüte einzeln dran machen muss. Lauter! War das so gut?
die Kartoffeln reinkommen? Ja, das ist gut. Achso, nee, eigentlich da. Ach, das tut nicht. Ich möchte die doch nicht sauber machen, die Kartoffeln. Die haben gerade 9 Menschen umgebracht in der letzten Folge. Aber das habe ich nicht gesehen. Doch. Nein. Nee, du nicht, aber ich. Ja, jetzt sag mir, wenn es hier vorbei ist, ich kann sowas nicht sehen. Ja, warte noch kurz, warte. Was? Warte noch kurz. Ja. Okay. Okay. Ich finde das bei Menschen überhaupt nicht schlimm. Wenn ich denke, wenn ihr sowas nachstellt, frage ich mich. Maskenbildner. Also man hätte das Blut rausspritzen. Oh Gott. Ida. Gibt mir diesen Mund aber noch auf. Ich habe auch einen ganz schlimmen Schnittfehler gefunden. Wo war denn das? Da wollte ich dir erstmal das schicken. Das war bei den Tribute von Panem. Fand ich so doof. Kann ich jetzt aber gar nicht mehr sagen. Ich wüsste noch, welches Stelle, aber das würde dir jetzt nicht sagen. Aber das war so offensichtlich, dass ich mich geärgert habe. Da ist mir aufgefallen. Das war als, die waren schon in Distrikt 13 und das ist dir bestimmt nicht aufgefallen. Da sind sie denn, da sind sie bombardiert worden. Dann kamen sie aus der Höhle raus, wo die ganzen Rosen unten waren. Mhm. Sie ist vorgegangen und dann kam Gail. War schon aus der Höhle raus. Und dann haben sie einen anderen Schnittwinkel, da ist sie weitergegangen und Gail kam wieder aus der Höhle raus. Das klingt so doof irgendwie. Tatsächlich, 15:16:60. Wie sieht die aus? Guck mal, hier so. Sieht auch hübsch aus.